Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf eine neue Folge von Volume Handarbeit. Heute zeige ich euch die Muster, was ich letzte Woche gemacht habe mit euch. Also dieses wunderschöne Muster als Dreieck. Ich wurde von die liebe Anja auf YouTube gefragt, ob es auch als Dreieck geht. Und ich habe zuerst versucht, das war mein erster Versuch, mit Basic Cotton habe ich gemacht. Und hier auf dieser Seite war mir ein bisschen zu fest oder es hat zu wenig Breite genommen, nur Tiefe halt, Spitze. Dann habe ich ein zweites Versuch gemacht, wo ich halt statt normale Stäbchen Doppelstäbchen gearbeitet habe, hier am Rand, damit es sich ein bisschen dehnt. Und ich habe bei diesem Versuch habe ich hier in der Mitte hier drei Stäbchen links, drei Stäbchen rechts zugenommen und hier in die am Rand halt auch immer drei Stäbchen in den letzten Stäbchen aufgenommen, aber es wurde trotzdem zu spitz. So, das war bei mir ein Wollerest und dann habe ich mein Wolle-Stash oder Wolle, ja, halt was ich da zu Hause habe, auf Lager, habe mir einige Farben ausgesucht, das ein bisschen mit das passen und ich habe ein Tuch gehäkelt. Ich habe es bis zu Ende gehäkelt, obwohl es ganz wenig in die Breite genommen hat und viel in die Tiefe. Und dann habe ich noch einen Versuch gestartet mit weniger Zunahmen hier bei der Spitze und das gefällt mir viel besser. Das wird halt, das nimmt hier in die Breite auch zu. Also so sieht es aus. Und ich werde euch diese Version zeigen, die blaue halt, weil mir es besser gefällt. Wenn ihr die spitzere Version sehen wollt, dann kann ich euch das auch zeigen. Meldet euch halt. So, gehen wir es an. So ihr Lieben, für diese Anleitung benutze ich der Prolana Ocean, eine hundertprozentige Baumwolle mit Häkelnadel Nummer 4. Und wir fangen mit einem magischen Ring. Und jetzt arbeiten wir drei Luftmaschen zum Steigen als erstes Stäbchen und dann noch drei Stäbchen. Dann zwei Luftmaschen und wieder vier Stäbchen. So, jetzt ziehe ich mein Faden so fest und das ist die erste Runde oder die erste Reihe, der Anfang von unserem Tuch. Jetzt arbeite ich drei Luftmaschen, ich drehe um und in dieser ersten Masche werde ich immer eine Zunahme arbeiten. Und das bedeutet drei Stäbchen in dieser Randstäbchen. Und dann in jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und hier auf dieser Bogen arbeiten wir zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Und das ist die Zunahme in die Mitte. Und jetzt überall wieder ein Stäbchen oder in jedes Stäbchen ein Stäbchen.
schon in dieser Randstäbchen oder die drei Luftmaschen zum Steigen und sich da einstechen. Und hier wird die Zunahme gearbeitet. Also werden wir halt drei Stäbchen arbeiten. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu fest gearbeitet und jetzt kann ich nicht mehr einstechen. Das habe ich davon. So. Eins. Zwei und drei. So, das sind die ersten zwei Reihen unseres Tuch. Jetzt wieder drei Luftmaschen zum Steigen, umdrehen, in dieser ersten Masche noch zwei Stäbchen arbeiten, damit wir die Zunahme haben. Und jetzt fangen wir mit dem Muster an. Jetzt werden wir die erste Muster arbeiten, also zwei Luftmaschen und hier 1, 2, 3, 4 und in dieser fünfte Masche arbeite ich fünf Stäbchen. So, und jetzt von hier weg muss ich zwei Maschen überspringen und dann mache ich gleich meine Zunahme hier, also zwei Stäbchen auf dem Bogen. Zwei Luftmaschen und wieder zwei Stäbchen. Und ich will jetzt die Muster spiegelverkehrt arbeiten. Deshalb werde ich jetzt hier gleich zwei überspringen und diese dritte Masche arbeiten. 1, 2, 3. Hier arbeite ich fünf Stäbchen, Entschuldigung. Diese Gruppe aus fünf Stäbchen. So, jetzt muss ich zwei Maschen arbeiten und hier 1, 2, 3, 4 in die fünfte, also dieser Randstäbchen und diese drei zum Steigen, muss ich da wieder einstechen und die drei Stäbchen arbeiten. So sieht jetzt unsere erste Reihe mit Muster aus. Und jetzt, ich zeige euch hierbei meine, was ich gestern gearbeitet habe. Man muss mit dieser zwei, also von dieser zwei Muster, muss man 1, 2, 3, 4, 5, 6 Reihen arbeiten, damit man wieder eine Muster anfangen kann. Also die nächsten sechs Reihen, also oder fünf halt, werden wir einfach dem Muster folgen. Das heißt, ich gleiche mal weg, damit man einen Hintergrund hat. In jeder Reihe eine Zunahme am Rand. Und hier überspringen wir die zwei. Dann arbeiten wir die fünf Stäbchengruppe. Dann arbeiten wir die zwei Luftmaschen und hier in dieser zwei, also in dieser Stäbchen, nachdem wir diese Gruppe von fünf Stäbchen übersprungen haben, arbeiten wir in jedes Stäbchen ein Stäbchen.
Dann die Zunahme, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen. Und hier auf die andere Seite, weil es spiegelverkehrt ist, müssen wir hier die zwei Luftmaschen arbeiten. Diese ganzen 5 Stäbchen überspringen. Hier in diesem letzten Stäbchen die 5 Stäbchen arbeiten, also die Gruppe. Und jetzt auf diese Stäbchen springen und halt die 3 Stäbchen arbeiten plus die Zunahme, die Randzunahme. Das bedeutet in diese Stäbchen halt 3 Stäbchen. So, die nächste Reihe. In den Randstäbchen halt die Zunahme, in jedem Stäbchen ein Stäbchen. So, man schaut sich die Muster an, also die Muster fängt hier an, hier brauche ich jetzt die 2 Luftmaschen, überspringe ich bis in diese letzte Stäbchen und arbeite. Die 5 Stäbchen, also die 5er Gruppe halt. Dann brauche ich weil ich hier die 2 Luftmaschen gehabt habe, überspringe ich hier. Und auf dem Bogen wieder die Zunahme. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen. Zwei Stäbchen. Hier in jedem Stäbchen ein Stäbchen. Dann hier muss ich die 2 Luftmaschen überspringen, also hier in dieser ersten Stäbchen, dieser 5er Gruppe, die Gruppe aus 5 Stäbchen arbeiten. Hier kommen die 2 Luftmaschen und nach dieser Gruppe, wo die Stäbchen anfangen, halt auf dem Stäbchen.
Also jetzt habe ich 1, 2, 3 Reihen gearbeitet. Und wie gesagt, ich brauche 6 bis zur nächsten Zunahme. Wir folgen das. 1, 2, 3. Wir machen 3 ohne Kamera und dann zeige ich euch wieder, wie die Zunahme gemacht werden. So, wie du siehst, habe ich diese 6 Reihen fertig gearbeitet. Wenn du hier zählst, ist 1, also gleich mit dem Muster. Da sind diese 2 Stäbchen, diese Zunahme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier auch, gleich bei der Zunahme halt, oder bei diesem Muster. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt können wir mit dem Muster anfangen. Du musst hier 13 Stäbchen haben am Rand, links und rechts. Und hier in der Mitte haben wir nur 12 Stäbchen. So, und jetzt fangen wir an mit dem Muster. Zeige ich euch gleich. Wir machen genauso wie hier bei dieser ersten Musterreihe. So, 3 Luftmaschen zusteigen und drehen um diese 2 Stäbchen hier. So, dann 2 Luftmaschen und wir zählen hier 1, 2, 3, 4, 5. In dieser 5. Masche arbeiten wir diese 5. Gruppe oder Gruppe auf 5 Stäbchen. Ja. So, 2, 3, 4, dann überspringen wir hier diese 2 Stäbchen und in diese 3. Stäbchen arbeiten wir normal diese 5 Stäbchen wie bei dem Muster. Und jetzt wieder hier 2 Luftmaschen und in dieser 5. Stäbchen arbeiten wir die 5 Stäbchen. Dann wieder springen wir diese 2 Maschen und arbeiten direkt bei dem Stäbchen halt 5 Stäbchen. Also nicht 5 zusammen oder eine Gruppe, sondern in jedes Stäbchen ein Stäbchen, also die nächsten 5. Damit wir diese Trennung halt von Stäbchen zwischen dieser schönen Muster haben. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, dann 2 Luftmaschen und hier 1, 2, 3, 4. In dieser 5. Stäbchen arbeiten wir so eine Gruppe aus 5 Stäbchen. So, dann überspringen wir diese 2, die bleiben, und fangen wir an mit dieser Zunahme auf dem Bogen. Also 2 Stäbchen auf dem Bogen, dann 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. Und auf die andere Seite machen wir alles gleich, aber spiegelverkehrt. So. Jetzt gleich von hier 2 Stäbchen überspringen. In den 3. Stäbchen arbeiten wir die 5 Stäbchengruppe. Zwei Luftmaschen arbeiten. Und jetzt müssen wir hier schauen, dass wir 1, 2, 3, 4.
In dieser fünfte Stäbchen müssen wir anfangen zu arbeiten. Arbeiten wir jetzt fünf Stäbchen, in jedes Stäbchen ein Stäbchen. So, jetzt folgen wir dem Muster. Also hier haben wir die zwei Luftmaschen. Wir überspringen dann hier bei dieser Ecke der Gruppe oder in der ersten Stäbchen der Gruppe. Und wir arbeiten wieder fünf Stäbchen Gruppe. Oder ein Muschel, wenn ihr wollt. So, dann wieder die zwei Luftmaschen und hier fünf Stäbchen, also von hier weg fünf Stäbchen. Zwei. Drei. Vier und fünf. Also von hier weg müssen wir wieder zwei Stäbchen überspringen und in den dritten Stäbchen arbeiten wir dieser Gruppe aus fünf Stäbchen oder so ein Muschel. Jetzt die zwei Luftmaschen und jetzt 1, 2, 3, 4 in dieser fünften, also der letzten halt, arbeiten wir die Zunahme oder diese drei Stäbchen. Und das ist halt alles. Jetzt muss man wieder fünf normale Reihe arbeiten mit Zunahme hier, Zunahme hier und dann, wenn man diese sechste Reihe erreicht hat, also das wäre jetzt die erste, ich habe mir geschaut, das ist so ein Block oder ein Dreieck und diese Reihe mit dem Muster ist halt die erste, die ich zähle, damit ich sechs habe, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das ist die erste jetzt hier, die erste Muschel oder die erste Dreieck hier von den Rand und dann arbeitet man noch fünf Stäbchen und dann kann man wieder so eine Zunahme machen. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ich muss schauen, dass ich auch eine bebilderte Anleitung mache. Bei diesem Dreieckstück muss ich halt, habe ich noch weiter zu arbeiten. Aber schaut hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und dann hier wieder. Fäng mal mit diesem Muster. Also bei jeder sechs Reihen, nach jeder sechs Reihen oder fünf halt, ne? Weil das zählt auch als die erste, wo ich sechs zähle. Nach jeder fünf Reihe fängt man mit einem neuen Muster an. Was ich noch sagen will, ist hier, wenn du das Eindruck hast, dass es zu eng ist mit drei Stäbchen oder drei Luftmaschen, kannst hin und wieder so ein Doppelstäbchen schmeißen. Bei Ende der Reihe halt statt normale Stäbchen ein Doppelstäbchen arbeiten, dann wird hier nicht so fest. Hier bei meiner Probemuster habe ich am Rand immer vier Luftmaschen zum Steigen gearbeitet und Doppelstäbchen halt. Das ist gerade, das zieht nicht, aber hier habe ich das Eindruck, dass es zieht ein bisschen. Nicht zu viel, aber. So, ich hoffe, es hat dir gefallen.
Ich zeige dir jetzt gleich, wie der ganz spitze Dreiecksduch ausschaut, als aus meine Puppe.